Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Und hier sehe ich auch zum ersten Mal, dass da oben tatsächlich Kilometer steht. 6481 Kilometer sind wir bereits gefahren. Und in der letzten Folge hatten wir mal wieder etwas, ein bisschen die chillige Phase im Zug, hier ein bisschen Storytelling. Und da haben wir gemerkt, dass meine Frau Anna ein bisschen krank ist. Nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich. Und deswegen werden wir höchstwahrscheinlich Medizin fischen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Richtung Medizin gegangen sind oder Richtung Siedlung. Ich glaube, Richtung Siedlung erstmal, ne? Und da sind wir halt jetzt erstmal. Und deswegen, zack, weiter geht's. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tal. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Natürlich, klar. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ändern. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Damm. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Das ist der Teil aus der Demo. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Alles klar, okay. Ayosha wird bei ihr bleiben. Das steht fest. Sorry, ich wollte dich nicht erschießen. Sehr schöne Gegend, gefällt mir. Oh, ich habe keine Waffen. Oh. Ja, cool, jo. Aber ich will die Armbrust von ihr haben.
Die werden wir höchstwahrscheinlich auch bekommen. Oh ja, ich... Damals, als wir auf der Messe waren, war das hier die Demo. Und genau deswegen habe ich die Demo geliebt. Jetzt geht's richtig los, Leute. Ich habe zwar noch... Wie viel Munition habe ich? Ein Schuss. Na egal. Jetzt wird richtig stealthy gespielt. Oh, ich habe nichts mehr. Plünderer. Dasselbe wird auch euch passieren. Sorry. Ich plündere hier trotzdem, was ich möchte. Ich brauche nämlich alles, ich habe nämlich nichts mehr. Guck mal, die kleine Puppe. Danke. Vergewaltiger. Die arme Puppe. Fehlt dir ein Auge? Du bist widerwärtig. Egal, das heißt, wir haben zwei Munition jetzt. Was trotzdem heißt, dass wir ein bisschen aufpassen müssen. In der Demo musste ich hier leider ziemlich schnell durchlaufen, weil man hatte irgendwie nur eine Viertelstunde oder so. Und ich werde die Gelegenheit nutzen und Plünderer hier so leise wie möglich durchlaufen. Also ich weiß im Prinzip ein bisschen noch, was mich erwartet. Ne? Die Eingeborenen hier sind die geilsten Gegner, die man haben kann. Die sind wirklich gut. Das hier ist wirklich der Teil, der dieses Spiel einfach so fantastisch macht. Die Atmosphäre hier in diesem Wald. Bandit, dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du mit deinem Leben wie alle anderen. Tod den Eindringlingen! Ja, da hinten sind Wölfe. Helfen wir den Kollegen mal, ne? In der Demo habe ich ihn übrigens umgebracht. Mit Absicht. Verzieh dich! Was soll denn das? Krieg ich meine Munition zurück? Oh. Glück gehabt. Lass mich hier nicht zurück, Mann! Hier gibt es verschissen viele Wölfe! Klar, ich helfe dir. So. Du bist frei. Freu dich! Lebe! Freude sieht anders aus. Ich habe mich da hinten nämlich noch nicht genug umgeguckt. Ich hätte mal die Munition gerne wieder. So, ich muss mich hier ganz genau umsehen. Das würde ich halt auch, so wie es jetzt momentan gerade ist, würde ich es ehrlich gesagt auch lieber finden. Achso, hier geht's nicht lang. Dass man einen Startpunkt hat in der Mission, wie bei Halo zum Beispiel, und dann hat man halt ein Gebiet, das nicht ganz so offen ist, aber auch offen. Ne? Das heißt, man hat irgendwie, keine Ahnung, links, rechts ein bisschen was zu sehen. Muss nicht unbedingt so sein, dass man überall was sehen kann. Also überall hinlaufen kann. Also rein theoretisch können wir ja hier jetzt überall hinlaufen, was wir auf der Karte sehen. Zumindest auf der linken Seite, soweit ich weiß. Vielleicht sogar auf der rechten. Aber ich würde es halt lieber finden, wenn es so ein bisschen linear ist. Mir gefallen lineare Einzelspieler besser, muss ich sagen. Ausgenommen von Skyrim und Co., ne? Also, das ist ja klar. Es sieht hier irgendwie anders aus als in der Beta. Und ich muss auf jeden Fall zielen üben mit dem Ding. Dankeschön. Zumindest ein bisschen Gewehrmunition. Ich habe das Gefühl, dass man woanders gelandet ist in der Beta. Bin mir aber nicht so sicher.
Da hinten können wir noch rüber, über den Stock. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Lassen uns Zeit. Bin jetzt nicht unbedingt in Eile. Ach, hier war der Kollege. Siehst du, das habe ich schon mal nicht gesehen. Jetzt auf Säulen da hinten. Schild, böse. Ja gut, ich habe ihn auch erledigt. Tolle Brücke mit dem Seil. Ja, da halte ich mich auch perfekt dran fest. Da falle ich runter, wenn ich mich da versuche festzuhalten. Ich könnte jetzt in die Richtung gehen, da sehe ich aber Wölfe. Nee, ist ein Hase. Oder wir können hier entlang, oder? Geht das? Hier über Stock und Stein. Nee. Wir müssen hier entlang. Alles gut, war nur ein Hase. Wahrscheinlich ist der Wolf genau daneben und versteckt sich. Aber ich weiß auch nicht warum, aber Wölfe sind jetzt kein Problem. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das echt, weil die einfach nur so scheiße aussehen, so mutierte Tiere, dass man mehr von denen Angst hat, weil man sie vielleicht nicht kennt? Weil so ein Wolf, klar, kenne ich, aber wenn er mich angreift, ja, ist halt so. Aber wenn mich da irgendwie so ein kleines Biest wie in der Wüste angreift, da kriege ich Panik und laufe weg. Aber was soll denn das? Ah, hieran erinnere ich mich auch noch. Hier bin ich sehr, sehr lange rumgelaufen, weil ich den Weg nicht gefunden habe und weil ich alles erkundet habe. Hier habe ich auch irgendwo in der Beta einen Stein gesehen, wo man durchlaufen konnte. Und dafür habe ich nicht mal was bekommen. Eigentlich sollte ich Beta-Tester werden für alle Spiele. Weil ich immer sämtliche Sachen auslute. Oh. Ganzen Fehler im Spiel, finde ich immer. Ich glaube, das war tatsächlich sogar dieser Stein hier. Ich glaube, hier konnte ich durchlaufen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war ein Stein, den ich hier gesehen habe, wo man durchlaufen konnte. Ich weiß nicht, ob die Leute hier schon waren. Ich weiß nur, dass ich irgendwo auf sie getroffen bin. Aber ich weiß, dass sie hier irgendwo sind. Hier müsste irgendwo noch eine Notiz rumliegen. Wenn ich mich recht entsinne. Aber da hatte ich auch keine Zeit, sie zu lesen, weil wie gesagt, man hatte echt wenig Zeit, um irgendwas zu machen. Man konnte halt so ein bisschen das System sehen, man konnte halt hier ein bisschen in der Tasche rumbasteln. Die ich jetzt nicht habe. Wo habe ich denn die Tasche her gehabt? Ich glaube, in der Beta hat man die einfach dabei gehabt, die Tasche. So ercheatet. Ja. Verlorener Brief. Lieber Weihnachtsmann, ich heiße Larissa, bin 8 Jahre alt und war dieses Jahr sehr brav. Ich war kein Feigling, ich habe 2 Rehe getötet und gehäutet und einen Banditen am Bein verletzt. Und ich lüge nicht, deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten einen Brief von Mama und Papa. Wenn dir das nicht zu viel Mühe macht, ich vermisse sie so schrecklich und andere Geschenke brauche ich nicht. Vielleicht ein Flatscreen. Ist auch nice. Alles klar. Ich höre mein Herz pulsieren, wenn ich das Ding ranhalte. Gasmaske kann ich nicht mitnehmen. Habe ich eine Gasmaske am Start? Ach, die habe ich, ja? Na gut. So, noch ein bisschen Luft. Könnte man gebrauchen. Ich habe aber auch in der Beta auch richtig die Moves rausgelassen. Ich bin hier wie ein Berserker durchgelaufen. Nicht so wie jetzt, so feige in Ecken verstecken und so. Und richtig Action habe ich gemacht. Und Reggie war da schon richtig beeindruckt. Aber ich fand es halt ein bisschen doof. Weil, naja. So Berserker-mäßig ist normalerweise nicht mein Stil. Ich glaube, der wollte irgendwas sagen, oder?
Tut mir leid, war eine Kurzschlussreaktion. Ich wollte nicht. Au! Von wo? Ich kann auch nichts basteln. Deswegen bin ich, glaube ich, auch wie ein Berserker hier durchgelaufen, weil man nicht schleichen konnte. Weil man direkt angegriffen wurde. Die Schusskraft ist beeindruckend. Ich muss die Leichen plündern. Und dann würde ich gerne außen rum gehen. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin nur der Typ, der hier lootet. Das hört sich nach der richtigen Schusswaffe an. Ich brauche kein Medipack. Ich bin kein Noob. Nichts toll. Ich habe gedacht, hier ist irgendwas drin. Wir gehen einfach hier entlang und hoffen, dass sie die Spur verlieren. Ich hätte Bratpfanne. Oh, ich habe die Bratpfanne nicht bekommen. Schade. Sonst nichts. Ich brauche eine andere Waffe vielleicht. Das wäre vielleicht noch etwas, die ich... Sachen, die ich haben möchte. Die mir vom Weihnachtsmann wünsche. Es sind nun schon 2 Monate. Niemand hat die Kinder abgeholt. Wiggin und Tusha kommen auch nicht zurück. Die Arbeiter vom Kraftwerk sagten, sie würden sie zur Stadt mitnehmen, aber ich hätte meine Autorität nutzen sollen, um sie davon abzuhalten. Aber damals hegte ich auch noch Hoffnung auf eine Evakuierung. Vergebens, wie ich jetzt weiß. Wer sollte uns schon evakuieren, wenn es im Funk nur rauscht? Es kommt keine Hilfe. Aber wozu brauchen wir eigentlich Hilfe? Unser Tal war offenbar gar kein Ziel. Sogar vom Fallout sind wir verschont geblieben. Selbst direkt unter den Abflussrohren bleibt der Zähler im grünen Bereich. Die Kinder sind gut vorbereitet. Die vielen Wanderungen haben sich gelohnt. Es wird einfach sein, ihnen das Jagen beizubringen. Alles Lebensnotwendige haben wir und was wir nicht haben, machen wir uns. Zur Hölle mit den Zweifeln. Wir müssen die Probleme angehen, wie sie aufkommen. An erster Stelle steht das Überleben. Ja, wo ist eigentlich das Problem? Ich meine... Okay. Ich meine, die sind ja von allem verschont geblieben. Die Gebäude sind aber trotzdem irgendwie für den Arsch. Verstehe ich nicht. Oh, hallo. Mit Nachtvisier. Oh. Oho. Das freue ich mich. Das sind so Dinge, die einfach damals in der Beta keiner sehen konnte, weil alle immer durchlaufen mussten. Es einfach keine andere Wahl gab. So, die Jungs müssten da hinten irgendwo sein, ne? Na gut, gehen wir wieder runter. Die suchen immer noch nach mir. Wenn ich jetzt hier hochgehe, müsste ich die eigentlich sehen, ne? Das hörte sich nämlich verdammt nah dran an. Nee, ist keiner hier. Die hocken da hinten bestimmt irgendwo rum. Gut, gehen wir erstmal hier runter und gucken, was wir hier unten finden. Ich hoffe, keine Ghule. Ich nehme alles außer Ghule. Dankeschön. Zumindest schon mal nichts Schlechtes. Der Keller ist einfach nur überflutet, voller Schlangen.
Döns. Du bist eine große Schlange gewesen. Junge, Junge, Junge. Widerlich. Ich meine, nicht so schlimm wie Gula, aber. Und dem wurde irgendwie den Arsch geschossen. Okay, wir haben hier jetzt gerade gesehen, was uns hier erwartet. Im Wald. Seid ihr immer noch da und sucht nach mir? Habt ihr wie lange Weile? Ich komme gleich zu euch. Ich muss hier noch ein bisschen Munition farmen. Und überall diese komischen hässlichen Puppen. Das dürfte ein guter Schleichweg sein. Ich denke, so werden wir direkt zu denen gehen. Dann werden wir sie von hinten überraschen. Ja, das ist der Wagen. Hier stand einer drinne und ich bin im Sprung, bin ich an ihm vorbeigesprungen in der Demo und habe ihn voll mit der Schrotflinte eine verpasst. Oh, die wissen Bescheid, Alter. Die wissen sogar, dass ich beim Wagen bin. Gute KI, alter Schwede. Zwei. Du musst doch zählen. Nee, das war der Wagen, wo ich reingesprungen bin. Hey, da unten, Leute. Das große Problem war halt, dass ich nicht wusste, wo ich hin muss. Und die Anzeige echt für den Arsch war. Ah, cool, das funktioniert nicht. Geht das nicht? Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist das da bei dem Wagen? Ich sehe! Ab in die Botanik! Hier komme ich. Nein. Ich möchte natürlich das Visier behalten. Ich gehe nur in Deckung. Oh, ich liebe diese Kerle, ey. Die sind so geil. Deswegen habe ich die Demo geliebt. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, als ich das richtige Spiel gespielt habe und am Anfang einfach. Ja, diese Bildung-Gegner waren halt. Aber hier kommt es mir halt wirklich vor wie Survival, nicht so wie in der Metro oder so. Oh shit. Was machst denn du? Leute, Zeit zu verschwinden. Ja, verpisst euch mal. Willst du mich verarschen, Junge? Hau mal ab. Schlägt er mich einfach? Was soll denn das? Hä? Oh, kein Scheiß. Ich hab gerade auf deinen Kollegen hier gezielt. Als wüsste er, dass ich auf ihn ziele, ne? Ich ergebe mich, Streuner. Aber glaube. Vielleicht solltest du dich auch ergeben. Was machst du da? Seh dich doch! Schleicht er durch die Gegend. Ich ergebe mich! So, wie sieht's mit dem letzten aus? Was soll das denn? Ach, die Puppe willst du nicht haben, ja?
lange nicht im Recht. Wieder hier chillt. Ah, ich habe wieder festgekettet. Oh, geilste Waffe ever. Ups. Absolut geile Waffe, wenn du die Gegner an die Wand ketten kannst. Erinnert mich ein bisschen an Bioshock. Ja, ihr habt alle Glück, dass ich euch eine K.O. schlage. Hätte schlimmer enden können. Gut, ich war kurz da unten, das weiß ich noch. Ich war kurz auf dem Dach, das weiß ich auch. Und ich wusste halt nicht, wohin. Ich glaube, ich musste hier aufs Dach. Und dann... Oh mein Gott, ich war... Oh nein. Oh nein, ich erinnere mich, was am Ende der Demo war. Und das war die Verwirrung pur. Ich bin hier durch die Gegend gelaufen und wusste nicht, wohin. Aber höchstwahrscheinlich geht es noch höher. Ich muss da höchstwahrscheinlich hoch. Stimmt. Ich habe es ja noch geschafft. Nur dann da runter zu gleiten war ein großer Fehler. Das heißt, wir gehen als allererstes in den Keller. So, aber was uns im Keller erwartet und da oben, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.